willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich spiele heute mal den Skana und Skana nicht im Jungle, so wie üblich, sondern auf der Toplane, denn ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, der gute Chantao hat mir nämlich mal gesagt, dass eventuell Skana jetzt bald auf die Toplane, ja, kollapsen könnte. Und da einige Leute vielleicht mal den Skana auspacken. Denn der Champion ist so ein bisschen ähnlich wie Hecarim. So von der Spielweise her zumindest. Er geht auch ein bisschen auf Triforce. Er ist sehr mobil, wenn er sein Q stackt und sein W anhat. Er hat einen Suppress mit dem Impale. Er ist gar nicht mal so untanky. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der gut gespielt werden könnte. Ich spiele jetzt hier gegen... Wahrscheinlich gegen Akali. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Wenn ich gegen... ja gut, gegen Urgot werde ich nicht spielen müssen. Ich denke mal, der wird schon ein Bot sein. Gegen Akali habe ich mir jetzt einfach mal die Crystalline Flask genommen. Mit dabei sind übrigens noch Roffel und Laura. Denn ich glaube, ich werde einfach die ganze Zeit spammen und versuchen, sie unter Druck zu setzen. Sobald ich Level 2 bin, werde ich mein Schild skillen, damit ich ein bisschen Schaden negieren kann von ihr. Der ihn eh zu skillen macht wenig Sinn, weil er erstmal A, wenig Schaden hat und B, auch einen sehr hohen Cooldown. Und man sollte einfach versuchen, ein bisschen Schaden abzuwenden von der Akali. Weil ab Level 6 wird es echt schwierig für mich sein. Ich brauche da auf jeden Fall schon so einen kleinen Lead auf der Lane, um etwas Gescheites gegen sie anrichten zu können. Deswegen mal gucken, wie es wird. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich habe mir das schon gedacht, dass sie auch mit Boots startet. Mit Boots und 4 Pots. Raffel, ich muss mich mal kurz im Busch stellen. Ich werde von so einem Tier angegriffen. Die wird attackiert. Was hat die denn mit? Hat die Ignite mit? Ja, die hat Ignite mit. Darauf muss ich ein bisschen aufpassen. Wichtig ist, dass man immer versucht, den Q-Spell aufrechtzuerhalten, weil der einmal Attack Speed und Movement Speed gibt. Das ist immer ganz wichtig. Gerade wenn man gegen Akali irgendwie bestehen will. Okay, ich bin wieder am Start, denke ich. Alter. Was ist passiert, Laura? Ja, das sticht mich einfach so. In den Hals. Ich dachte voll so, what? What? Ich konnte auch nicht genau identifizieren, was es für ein Tier ist. Ich muss das jetzt erstmal töten. Philipp. Ja. Nee. Ja. Das ist doch fast einfach nochmal den, hochgeskillt, einfach weil ich sie ein bisschen mehr unter Druck setzen will. Ich denke mal, ich sollte nicht allzu weit rausgehen. Denn die haben ja immer noch einen Nautilus. Und jetzt ist so die Zeit, 3 Minuten 30 solltet ihr euch immer merken. Das ist ungefähr so die Zeit, in der die ersten Ganks normalerweise immer kommen. Deswegen lieber mal eine Ward platzieren. Bevor man dann auf einmal in so einen Gank reinläuft. Könnte natürlich auch sein, dass er durch die Mitte kommt. Blut. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Good job. Erstmal abwarten. Oh, die Laura. Die will Blut sehen. Ich glaube, es ist gar nicht so gut für mich, wenn ich so krass reinpusche. Ach genau, mit dabei sind übrigens auch noch 2 Abonnenten von mir. Hab ich ganz vergessen. War so auf meinen Skana fokussiert. Und zwar Ego und verpasst deine Erfahrung. Okay. Also ich habe noch Flash ab. Hat der Urgot geflasht, weißt du es? Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, hat er. Er hat gar nichts mehr an Summoners, alles klar. Mit Early Game auch hier viel stärker als Barry irgendwie. Fuck. Kali, no Ignite. Das war ziemlich bad von mir. So, oh mein Gott, machen, der ist so draußen. Wir werden mal AD gehen. Mal gucken. Mal gucken, wie das läuft. Ich habe ja noch meinen Teleport. Brauche ich jetzt eigentlich noch nicht benutzen. Joblau, hast du schön gemacht. Ich laufe lieber. Oder ne, ich porte. Sonst verliere ich zu viele Minions. Bis ich da bin, das wäre ziemlich dumm von mir. Was für Items gehst du mit, Skana? Ich werde jetzt einfach mal Triforce und Blade gehen. Gucken, wie das läuft.
Ich brauche einfach ein bisschen mehr Combat Potential gegen sie. Eigentlich wäre es wahrscheinlich am schlauesten, wenn ich auf Dings gehen würde, auf Triforce. Aber ich will mal was ausprobieren. Auch jetzt weiß ich ja, warum der Urgott so schnell gestorben ist. Er hat mit Longsword gestartet. So, wir werden mal eine Ward hier reinlegen. Jetzt gleich hat sie Level 6, ey, dann wird es echt schwierig. Sie hat einen Kill und sie hat auch Farm. So ein bisschen der Moment, in dem es echt schwierig wird für mich, sie zu killen. Oh ja. So, Nautilus kommt hoch. Habe ich natürlich gesehen. Ah, der hat gewusst, dass ich seine Ward habe. Dieser Sack. Ah, das ist echt ziemlich ungünstig. Komm mal bitte. Schnell wieder top gehen, denn die wird nämlich jetzt versuchen, so schnell wie möglich die Lane rein zu pushen. Das heißt, wir sollten versuchen, nicht zu viele Minions zu verpassen. Nice. Und sneaky. Besser wäre es eigentlich noch gewesen, wenn ich Flash gehabt hätte, aber wir haben den auch so gekriegt. Das Gute ist, die LeBlanc hat direkt darauf reagiert. So, ich hab gleich Ulti, wie sieht's mit dir aus? Bis SL4. Okay. Kannst du mal versuchen, wenn er mit der Q lastet, würde ich den Weg zu stellen. Er lastet nicht, kriegt. Kannst auch jederzeit rein, der hat nichts mehr. Okay, ich bin mal weg. Wohl, ich glaube, der Satz sammelt das wieder ab. So, wir werden jetzt Folgendes machen, und zwar werden wir uns jetzt doch einen Sheen holen. Wir haben jetzt gerade genug Gold für einen Sheen. Ich glaube, das ist ziemlich ideal. Ein lautloses Wort. Na, ah, jetzt ist er tot. Laura sollte einfach rennen. Renn einfach, Laura. Du kommst, kannst dich nicht mehr helfen. Vielleicht kriegt er noch jemanden, aber ich glaube nicht. Nee. Ach, ich glaube, ohne Schild wäre es sehr knapp geworden. Aber Lee kann er prüfen. So. Ich glaube, ich hätte mir wahrscheinlich echt lieber einen Longspot noch, einen Ruby Crystal noch holen sollen. Aber egal. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich würde interessieren, ob ich inzwischen genug Damage habe, um sie. Ja, noch Plus Flash, aber jetzt richtig Bombe. Nur weil ich die blöde Minion Wave schützen wollte. Ich hatte den Lautlos auch geflasht. Das war ganz schön dumm von ihm. Nimm den Dicken. Sollte trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, bevor der Nautilus noch hier hinkommt und mich dann abrippt. Ich habe jetzt gerade Botlane gewesen, Chat. Ja, aber trotzdem. Tippt jetzt back und dann wird er da sein. Ich muss auf jeden Fall. Oh, ich bin so schlecht. Urgott hat kein Flash mehr. Fuck. Puh, dafür den Flash zu benutzen, ey, das war echt ein Risiko. Aber es hat sich ausgezahlt, zum Glück. Ist nämlich gar nicht so klar, dass ich da einen Kill bekomme. Wenn sie schneller reagiert und ihre Smog-Bomb reinlegt, dann habe ich ein Problem. Dann krieg ich sie nämlich nicht mehr gestunt. Also Urgott hat wieder keine Sammlung mehr, Laura. Wenn sie so noch kein Ex aus hat, können wir sie wieder töten. Der Damage von dem Skarner ist halt echt retarded. Der macht so viel Damage, der Champion. Das ist echt unnormal. Einfach getankt.
damit die LeBlanc nicht so viel Schaden bekommt. Ist immer ganz wichtig, ne? Wenn ihr merkt, ihr habt nicht mehr so viel Nutzen in diesem Tower Dive, dann versucht wenigstens noch so lange wie möglich zu tanken, damit eure Mates nicht so viel Schaden bekommen. Das machen immer ganz viele falsch. Die rennen einfach zu schnell raus aus dem Tower und geben dann direkt die Tower-Aggro an den nächsten weiteren ab. Das ist in dem Fall natürlich die LeBlanc. Und das ist gar nicht mal so gut. So, ich glaube, ich sollte die jetzt locker killen können, die Akali. Wichtig ist auch gegen Akali immer so früh wie möglich, dass die Sweeping Lands ausbauen. Das heißt, sobald man Sweeping Lands, Sweeping Lands gekauft habe, spätestens wenn ich Triforce habe, dann werde ich mir die Sweeping Lands tauschen und auch meine Sweeping Lands ausbauen. Denn dagegen kann sie nichts machen. Sobald ich das Item habe, kann sie nicht mehr weg. Ich kann sie immer in der Smoke Bomb einfach killen und sie wird dagegen nichts machen können. Das ist wichtig. Oh, die Minions rennen weg. Oh Gott. Komm, sag mir bitte, du kriegst den. Das war nice. Gott. Nice. Ich hab... Okay. Die macht ganz schön viel Schaden, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr Mark so viel damit macht. Lass die Minions, lass die Minions ruhig durchgehen, Laura. Schon ein bisschen eher in Tower ziehen müssen. Muss sowieso nur kurz auf 30 Gold fahren. Ich habe immer noch TP ab. Weiß nicht, wenn sie da noch was machen möchte. Cho'Gath packen jetzt auch wieder richtig, richtig viel aus in der Mitte. Ist aber auch echt stark. Das Problem ist leider nur gegen den Champion wie LeBlanc. Wenn man das falsch spielt, dann hast du keine Chance, weil du wirst sie niemals mit deinem Rapture treffen, weil sie ja mobil ist ohne Ende. Und das heißt, du musst eigentlich erst silenzen und dann sie mit dem Rapture treffen und das ja, ist nicht so einfach. Weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, oder das Rage ist auf der Midlane zu bauen mit Cho. Ich hab nicht gemerkt, dass sie wieder da sind. Ich glaube, in dem Fall schon. Einfach mein eigener Fail. Ich glaube, in dem Fall gegen den LeBlanc ist es gar nicht mal so bad, weil du tanky wirst. Ohne Ende. Und gegen LeBlanc nicht, aber irgendwann in manchen Teamcops, da fehlt einfach der Damage dann, schätze ich mal. Ja, das kann sein. Du musst jetzt echt aufpassen, ne? Ja, Kali ist ziemlich strong. Vielleicht hätte ich auch nach dem Sheen einen Spectre Skull bauen müssen. Bin mir nicht sicher. Leider zu selten schon gegen Akali gespielt. Ich glaube, Rite of Glory lohnt sich auf dir. Ja, das sowieso. Das Problem ist halt, was Champions wie Akali sehr schnell unbalanced macht und auch schwer zu balancen macht, ist der Fakt, dass der Spell, kein Spell kostet irgendwelche Ressourcen, ne, außer Energie. Und das ist halt eine permanente, wieder aufladbare Ressource. Und das ist halt stupid. Keine Ahnung, das ist super schwierig, solche Champions zu balancen, gescheit. Weil die sehr schnell wieder OP sein können. Kann reingehen. Ich bin weg. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hält gar nichts aus mit Items. Wunderbar. So, so schnell wie möglich wieder zurück. Akali könnte Mitte kommen. Sollte ein bisschen aufpassen. Ich glaube einfach, dass ich ein bisschen Gold verschwendet habe. Durch mein Item. Durch mein Longsword. Aber naja. Okay, Akali ist hier. Drake. Lol, die kriegen nicht mal den Drake und die Akali ist da hingegangen. Oh mein Gott, war das dumm. Aber werde ich den Turm kriegen. Oh, der Trott kein Flash mehr. Ich versuche weiter ran zu pushen. Ich sag zwei Türme dafür. Zwei Türme.
Ja, wenn ich zwei Türme bekomme, das wäre echt fail. Das wäre richtig fail von Akali. Naja, krieg ich nicht. Aber fast. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat für sie. Ich glaube nicht. Ja, mit Toplane Pusher ist jetzt jederzeit Pressure für die. Naja, das ist... Okay, ich werde mal die Krabbe machen. Sobald wir wissen, wo Nautilus ist, können wir sofort reingehen. Oder wir gehen auch so rein. Okay. Ja, aber geht einfach so rein. Ich dachte, du bist da und wir gehen rein. Wolltest du ein bisschen safe spielen? Wissen, wo Nautilus ist, aber er war Top-Lane. Ich mach mal eben den Grump. Ja, ich push sowieso gerade meine Lane rein. Hast du noch die Wave, die nein? Oh, Joe ist noch da. Okay, ich kann back. So, jetzt dürfte ich eigentlich genug Gold haben für Triforce und für meine Mercurys. Das ist eigentlich ganz gut gegen die. Die haben super viel CC. Das ist wichtig, auf jeden Fall ein bisschen CC Reduction zu haben. Tenacity war das Wort, was ich gesucht habe. Keine Ahnung, Kali ist halt schon wieder Bot, ne? Ich komm mal Bot. Wir sind zu viert hier. Ich bin da. Ja, Leo, wir sind zu weit vorne irgendwie. Okay. Oh, nice. Die wurde gerade richtig gepunished. Holy shit. Geh mal mit Lane. Direkt. Oh, wird nicht mehr viel passieren, schätze ich mal. Nee, ich glaube auch nicht. Ich komm mit da. Komm mal. Alter. Ich dachte, wir können auch was machen. Einfach my best. Wir machen die. Okay, Joe kriegen wir aber. Alter, der kann nichts machen. Ah, der kann nichts machen dagegen. Das ist der größte Schwachpunkt von Joe. Naja, der wird halt gekitet ohne Ende, ne? Vor allen Dingen hat er halt keine Chance gegen deinen prozentualen Damage. Ich meine, du hast noch nicht mal Blade, ne? Wenn du Blade hast und er baut halt Rot, ne? Er hat kein bisschen Resis, der wird sofort geschreddert. Blade Game 2-3 Outhits, dann ist er schon fast tot. Ich sag ja, ich glaube, ein guter Spieler, der kann wahrscheinlich mit einem Skarner genau oder fast dasselbe anrechnen wie mit einem Hacker on top. Na, so, du hast sie gerettet. Das ist halt der Dumme an der Akali, ne? Macht halt tons of Damage. Ich finde, das ist so ein bisschen wie Diana. Diana ist ja jetzt genauso, ne? Ich meine, oh, Laura. War ja immer so. Da hast du ja eingesehen, dein Track ist. Hast du gerade Akali gekillt, einfach so random? Ja, oder? Akali knallt, sie ist gerade gestorben, in dem Moment Flash Laura macht die. Shit. Warum sagst du denn Psst, Laura? Was soll das? Soll niemand dein Fail mitbekommen? Meine Fails sieht doch auch immer jeder, Laura. Eigentlich hätte ich mir schon längst. Ah, das ist auch so dumm. Ich hätte mir schon längst ein Ding sollen müssen. Kommt er von der Seite, das Auto.
So. So, jetzt reicht Blade. Geht's rund. So, jetzt heißt es auf jeden Fall spätestens jetzt Sweeping Lens. Ich würde sagen, wir sollten jetzt booben, jetzt habe ich meinen Power Spike so. Ja, ich glaube auch. Das ist easy. So, gegen die Akali noch Dings bauen, Sweeping Lens, sondern das ist easy. Drake? Drake ist up, oder? Ja, ich komme mal. Ich habe immer noch TP. Akali hat halt kein TP, ne? Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt super stupid. Ich kann halt einfach zum Drake gehen und wenn irgendwas sein sollte, TP ich einfach top, ne? Das ist halt einfach nur dumm. Deswegen spiele ich grundsätzlich jeden Top-Laner mit TP. Außer vielleicht eine Riven, aber weil ich selber eine Riven mit TP spielen würde wahrscheinlich. Keine Ahnung, sie kann ihr Team halt nicht unterstützen, ne? Ich meine, klar, sie kann mich zwar killen im 1 gegen 1, wahrscheinlich immer noch. Aber was bringt das, ne? Das bringt nichts. Das bringt ihrem Team nichts. Ich muss echt aufpassen. Na, sie kann nichts machen. Die wird mich nicht killen können. Ich einfach nur warten. Oh, die Bank ist gerade zugesandt. Okay. Das waren die Mage-Eye-Stacks. Oh, die Blau und Mage-Eyes. Das ist ja mutig. So, wenn sie jetzt am Turm kommt, bin ich gespannt, ob ich sie machen kann oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie mich legt. Mit Mitchell irgendwie, guck mal, sie hat 16 Stacks, habt jetzt 8 Stacks weniger durch einen Tod. Das hat der Greed. Ich bin tot. Oder? Ne, bin ich nicht. Hihihihi. Die Akali. So. Nimm mal auf das hier. Nimm mal das ausprobieren. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall jetzt, wenn ich ein bisschen Lifesteal habe, genug Magic Resist gegen die. Mal gucken. Das ist ja echt krass, ne, dass du die Hälfte aller Stacks verlierst. Ne? Deswegen würde ich mir auch grundsätzlich jetzt kein Mage mehr bauen. Ich meine, klar, früher hattest du 0 Stacks am Anfang. Dafür hast du jetzt 5, aber trotzdem, du wirst halt viel härter bestraft für den Tod, ne? Und ich meine, gerade im Late-Game ist es wahrscheinlicher zu sterben, irgendwie aufgrund eines Fehlers. Keine Ahnung. Du wirst einfach viel zu hart bestraft dafür. Deswegen lohnt sich das Item in meinen Augen auch gar nicht. So, das Gute an Skarner, der ist so ultra fast. Ist auch so eine Sache, die den echt stark macht.
Alter, Kali ist so stupid, ey. Fucking war shit. Unbedingt QSS, wo einfach reingeholt hat. Ich brauche ein bisschen mehr Leben. Ich hätte einfach auf Akali gehen sollen. Macht nicht genug Damage. Die Tanks halten einfach. Obwohl der Nautilus wirklich gar keine Resis hat, er hält da so viel aus. Das ist so stupid. Ich hätte einfach Dings ulten sollen. Das war ein Fehler. Ich habe die Akali nicht geultet. Ich hätte die definitiv ulten müssen. Das war echt ein Fehler. Ja, ich habe eine TP, aber ich glaube, der Top Tower fällt trotzdem. Ich bin erst in 10 Sekunden wieder ab. Ich glaube nicht, dass ich den halten kann. Wobei. Kannst du halten, schätze ich mal. Nee, da will ich nicht tippen. Na, oh, dafür kann ich noch. Oh Gott. Ja, okay. Oh, irgendwie fast stupid. Das war irgendwie Tunnel Vision. Jetzt hat er Lee gerade einen Red gemacht. Hast du schon Blade, ja, ne? Ja. Warum hast du QSS 8 wegen Nautilus Ult oder was? Ja, wegen Urgott Ult. Ach, Urgott Ult, genau. Ich bin gerade gestorben wegen Urgott Ult. Nicht gut. Die gute Urgott Ult. Das ist aber auch echt mies. Keine Ahnung, dagegen kannst du auch echt wenig machen, finde ich. Tschüss. Drake. Ihn noch abholen. Lass mal Drake machen, bitte. Das vierte Drake ist easy. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Boah, guck mal, macht, wenn er die Items hat, so übertrieben an Damage. Das ist echt abartig. Das finde ich ist echt richtig krass, wie viel Damage dieser Champion macht. Wow, was war denn das? Das war ja richtig dumm. War das nicht mal so mit Passiven von Skarner, dass du den Cooldown von dem Ult reduzieren kannst? Das ist nicht mehr so, ne? Du kannst nur noch den Cooldown vom Q reduzieren, ne? Keine Ahnung, ich glaube, das gab's gar nicht. Ich weiß doch, gar nicht. Früher gab's das mal, ja, doch. Früher konntest du die Ult auch mit dem Ult machen. Generell jeden Cooldown von allen Spells verringern mit Auto-Attacks of Champs. Na, du bist tot, ich kann dir nicht helfen. Sorry, boy. That's your dead. Fuck, der Flash. Da wolltest du aber wissen, wa? Komm jetzt weg. Ich komm weg. Nee, du kommst nicht weg. Da kannst du nicht mehr weg. Da wärst du auch niemals also, mich geflasht wahrscheinlich. Ich glaube, ich hätte mich dann einfach killen lassen. Weil jetzt hast du auch keinen Combat-Move mehr, ne? Ich hab den Nautilus nicht gesehen, ne? Ja, nee, der Nautilus hätte dich sowieso bekommen. Also ich sag mal so, scheißegal, ob du stirbst gegen Champs. Du holst ja Zeit raus in dem Sinne. Aber jetzt hast du halt in Combat nichts mehr zu melden, weil du keinen Flash mehr hast, ne? Das ist halt kacke. Du hast halt deinen einzigen Spell, der dich rettet, irgendwie aufgegeben. Für 5 Sekunden mehr. Oh ja, Makali gegen mich getauscht. Nice. Das ist wichtig. Ich push top. Wow. Die LeBlanc ist einfach so fett, ey. So normal. 13-4.
Fat Ugly Boy. Alter, die haben mich gerade echt da noch nicht... Ach Gott, ey, das ist doch echt nicht wahr, ey. Ich habe gerade echt 2 Ults abbekommen. Den Haken noch von dem scheiß Nautilus. Und der hat noch geflasht, Alter. Wir gehen, ich kann nicht mehr an ihn ran, ey. So ein räudiger... Wir rennen weg. Unglaublich. Ich hätte locker... Ich hätte gedacht, ich krieg den locker. Du solltest lieber aufpassen, dass du ja nicht stirbst. Ich glaube, der prozentuale Schaden ist gegen die einfach übel worth, weil die ist super viel lebensdenkend. Warum hat die Sona eigentlich ein Thornmail? Kann mir das jemand verraten? Ich auch nicht. Hm. Ich auch einen. Du bist wahrscheinlich weg. Ich habe einen TP, hast du Flash? Hast du Ward? Flash habe ich nicht, Ward auch nicht. Ja. Ach, ich bin tot. Alter, das ist sauer, ich bin da. Weggerackt. What the fuck? Wie kann der speedboostet werden? Ich mein Assist. So schnell sind die tot. Thornmail ist auf jeden Fall useful. Ja, warum bist du ein Thornmail gekauft, Alter? Das ist echt ein Witz. Hauptsache nochmal gefressen. Nice. Alter, das Legendary, 20 Stacks. Ich glaube, die Blanc ist einfach unstoppable. Die Lenz. Die wirklich keiner eine Lenz hat, ne? Außer ich, Alter. Weil ich glaube, wir hätten die trotzdem gekillt, aber... Keine Ahnung, gegen... Ali ist, einfach so wichtig. Ist einfach ein bigste Counterplay gegen den Champ. Wenn du dir eine Lenz kaufst. Ich die Sona nicht. Pixie! Jawohl. Nice. Njo. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Top Lane Skarner haltet und ob ihr derselben Meinung seid wie Chantao, der ja sagt, dass Top Lane Skarner wahrscheinlich bald gespielt wird in der LCS oder LCK oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.